Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo von mir. Also ich mag ja eigentlich solche News-Infovideos so gar nicht, aber seit es diese normale Feed-Funktion im Kanal nicht mehr gibt, fällt mir keine andere Methode ein, wo ich News effektiv an Abonnenten verbreiten kann, sodass die Abonnenten eben auch merken, dass es News gibt, anders als wenn ich das in die Kanalbeschreibung reinsetze. Okay, ja, was gibt es denn jetzt so Schönes, Neues? Vielen, vielen Dank für 200 Abonnenten und sogar noch ein bisschen darüber hinaus inzwischen. Ja, ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen, die neuen Abonnenten. Und damit sind wir jetzt bei 10 hoch 2,3 Abonnenten. Mann, Mann, Mann. Deswegen ist es jetzt hier auch kein Special, sondern das Special, das würde es dann bei 2,5 geben, also 10 hoch 2,5. Aber bis dahin ist es noch eine Weile und naja, mal gucken, ob es ob's dazu kommt. Okay, ansonsten habe ich noch zwei schlechte Nachrichten und eine gute für euch. Es ist jetzt nicht so eine tolle Bilanz, ich weiß. Fangen wir mal mit einer schlechten Nachricht an. Ich war jetzt zweimal weg, habe zwei Sommerpausen gemacht, die etwas länger waren. Und das waren zwei dienstliche Reisen, was bedeutet, dass der eigentliche Sommerurlaub eigentlich noch kommt. Ja, aber die gute Nachricht dabei ist, dass ich beschlossen habe, den Sommerurlaub größtenteils bei mir zu Hause zu verbringen. Das heißt, ich werde größtenteils hier da sitzen und fleißig Videos für euch produzieren. Und höchstens mal irgendwie für ein Wochenende wegfahren oder eben dann mal ein langes Wochenende machen, so 4-5 Tage, wo ich dann aber gucke, dass ich es schaffe, nebenbei was freizuschalten. Die zweite schlechte Nachricht ist, das hört ihr vielleicht auch schon ein bisschen an meiner Stimme inzwischen, ich habe es geschafft, jetzt von der zweiten Reise mal wieder eine Erkältung mitzunehmen. Ja, bei der Hitze, war irgendwie ein bisschen suboptimal alles. Klimaanlage im Zug und naja, wenig Schlaf, wie das halt manchmal so ist. Ich bin zwar eigentlich jetzt noch nicht so fürchterlich krank und hoffe auch immer noch, dass ich da noch so ein bisschen drum rumrudern kann und dass meine Stimme nicht zu arg beeinträchtigt wird. Aber das hat jedenfalls dazu geführt, dass ich es nicht geschafft habe, genug Videos jetzt schon mal zu produzieren, dass es jetzt quasi ab heute, wie versprochen, weitergehen kann. Also ich werde einfach mal gucken, wie ich jetzt Zeit habe und dann eben wieder anfangen, wieder im Takt dann hochzuladen, wenn ich dann die entsprechenden Videos da habe. Aber das wird, wenn denn meine Stimme mitspielt, erst so jetzt irgendwie im Laufe der Woche eben was werden. Und halt wahrscheinlich auch ein bisschen unregelmäßig, dass erst der eine Slot, entweder der abends oder morgens, je nachdem, was es halt eher wird, zuerst besetzt wird und dann erst der zweite dann in der darauffolgenden Zeit, also nicht beide zeitgleich. Feedback bezüglich dieses Systems ist übrigens immer erwünscht, weil ich jetzt nämlich gerade schon wieder ein bisschen am Überlegen bin, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich in einem der Spiele so großartig vorwärts komme, weil ich eben nur maximal eine Aufnahme pro Woche machen kann, was ein bisschen schade ist. Und deswegen habe ich mir jetzt schon wieder überlegt, man könnte ja vielleicht irgendwie ein Spiel quasi für einen Monat machen. Also ein Spiel aus dem jeweiligen Slot. Also entweder zum Beispiel eine Kombination aus Tomb Raider und Gothic einen Monat lang und dann kommt eine Kombination aus Beyond Divinity und Floyd einen Monat lang, sowas in der Art. Also immer, dass es immer noch diesen Wechsel gibt zwischen Rollenspiel und Adventure sozusagen, aber halt nicht mehr 4 Spiele, sondern 2. Ja, ich weiß, es fällt mir jetzt ein, nachdem ich mir so viel aufgeheizt habe, aber das habe ich jetzt halt so ein bisschen beobachtet. Und ihr könnt ja einfach mal schreiben, was ihr davon haltet. Das würde mir, glaube ich, schon mal sehr helfen, weil dann weiß ich, inwieweit ich da vielleicht noch mal ein bisschen rumspielen kann. Ja, ansonsten fällt mir nichts weiter ein.
Und ich wollte es ja sowieso eigentlich kurz halten, ist schon wieder viel zu lang. Naja, okay, gut. Dann sehen wir uns dann irgendwie Mitte, Ende der Woche, wenn ich es dann mal geschafft habe, die erste Aufnahme wieder zu produzieren. Und ja, dann bis dahin, macht's gut.